So gut, Jesus. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, Jesus, dass du hier bist. So gut, wenn Jesus im Haus ist, ist alles möglich. Amen. Und wir empfangen von dir, Jesus, alles Gute, was du heute für uns vorbereitet hast. Wir warnen von dir, dass du zu uns sprichst, weil wir wissen, dass zwischen uns keine Unterbrechung mehr ist. Du hast den Preis bezahlt. Du hast die Brücke geschlagen, sodass wir jetzt zu dir kommen können und Hilfe empfangen können und ermutigt werden können von dir. Amen. Amen. So gut, dass du hier bist. Herzlich willkommen in der Cardia Church. Was für ein Privileg für mich, heute hier stehen zu dürfen und dich willkommen zu heißen. Ich bin der Christoph. Ich gehöre zum ältesten Team hier. Wir leiten zusammen die Cardia Church und ich kann euch sagen, wir beten wirklich zu unserem auferstandenen Jesus, dass er dieses Gala-Kino hier füllt mit seiner Gegenwart, dass wir erfüllt werden, dass wir zusammen Spaß haben, dass wir verändert werden, dass wenn wir mal ein bisschen älter sind, wir nicht mehr die gleichen sind, wie wir heute sind. Ich wünsche jedem, dass er besser werden kann, durch die Gegenwart Gottes. Ich heiße dich im Livestream einfach unglaublich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du mit dabei bist, dass du Teil von dem Ganzen bist. Und wenn du jetzt da online bist, dann schreib doch kurz rein, von wo aus du zuschaust, wie es dir geht und ob es bei dir regnet oder die Sonne scheint. Weil wir haben gestern beim größten Regen in unserem Café weiter umgebaut, in unserem Campus in der Karl-Benz-Straße. Und ich lade dich ein, einfach zu kommen und zu gucken, es ist wunderschön geworden. Ich bin total stolz auf unsere Arbeiter, die ehrenamtlich kommen. Wir waren gestern wieder 10 Leute, die einfach für uns das Ganze gestalten und umbauen und mich unterstützen, uns unterstützen, sodass wir einen Ort haben, wo wir nicht nur 6-7 Stunden sein können, sondern wo wir die ganze Woche sein können, das uns gehört. Da darf ich Löcher in die Wand bohren, da fragt niemand. Und das macht Spaß, das sage ich dir. Und das Regenwetter hat mich daran erinnert, jemand hat mal beim Wetteramt angerufen und hat gesagt, wissen Sie was, Ihre kleine Bewölkung wird gerade von der Feuerwehr aus meinem Keller gesaugt. Und so habe ich mich gestern gefühlt. Ja, wir sind mittendrin in der Predigtserie, die da heißt, wie heißt er denn? Weißt du's? Lies es mal laut ab. Ein Leben voller Segen. Ein Leben voller Segen. Und weißt du, was ich möchte? Ich möchte ein Leben leben voller Segen. Halleluja. Und wir starten heute rein mit einer neuen Betrachtung zu diesem Thema, ein Leben voller Segen, weil es Dinge gibt, die Gott auf seinem Herzen hat und die haben sich nicht verändert. Die sind heute noch die gleichen. Und du siehst so Prinzipien durch die Bibel hindurch, die siehst du schon im Garten Eden, die siehst du später und die werden so erzählt mit deiner Bildsprache, die manchmal für uns im 21. Jahrhundert etwas schwer ist zu verstehen, weil da wird von einem Esel gesprochen und von einem Lamm. Und dann denkst du, ich habe keinen Esel, ich habe kein Lamm. Ist die Bibel noch aktuell? Was hat es mir zu sagen? Und ich möchte mit dir heute etwas entdecken, was hinter diesen Geschichten steht. Praktisch das, was dahinter als Wahrheit für uns wie transportiert werden kann, wenn wir denn verstehen, was der Künstler in seiner Brillanz für uns gemalt hat. Sehr oft betrachten wir ein Bild und wir sehen einen grünen Baum. Aber dann erzählt uns der Künstler die Geschichte über diesen grünen Baum und dann erfahren wir die Tiefe, die in diesem Bild steckt. Und so geht es uns in der Bibel. Wir sehen einen Esel und wir sehen ein Lamm und dann denken wir, ja, puh. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir heute hier sind, zusammen das betrachten, was in der Bibel steht, weil wir dann zusammen verstehen können, was Gott eigentlich auf seinem Herzen hat. Weil er hat viel mehr auf seinem Herzen, als dass du einfach nur kommst und Ja zu ihm sagst und anschließend dein Leben lebst, so mehr recht als schlecht. Und irgendwie kommen wir dann alle in den Himmel. Und darum geht's auch, aber eben nicht nur.
sondern da ist eine Dimension in Gottes Herzen, die dich bevollmächtigen möchte, ein Leben zu leben, was dein volles Potenzial entwickelt und auslebt, wo du du selber sein kannst, wo du in Freiheit leben kannst und wo du eine Dimension erlebst, wo du die Wahrheit erkennst und die Wahrheit wird dich freisetzen. Und vor diesem Hintergrund möchten wir heute ein Prinzip anschauen, was für mich aber wie eine Offenbarung ist. Ich habe mich mit 15 Jahren bekehrt, ich war in einem soweit christlichen Elternhaus groß geworden, aber es gab Dinge, die waren herausfordernd für mich damals als Teenager. Und Gott hat mich abgeholt mit einer Offenbarung über seine Güte, über seine Heiligkeit, über seine wunderwirkende Kraft. Ich habe gesehen, wie Heroinsüchtige über Nacht trocken geworden sind. Ich habe gesehen, wie Beine nachwachsen. Ich habe gesehen, wie Rücken geheilt wurden. Ich habe Gottes Kraft erlebt. Und wenn du Gottes Kraft, sein übernatürliches Wirken erlebst, dann liest du die Bibel ganz anders. Dann ist es nicht mehr toter Buchstabe, sondern dann erklärt die Bibel, wie dein himmlischer Vater dich sieht und dich ausrüsten möchte, dass du mehr und mehr so wirst, wie er ist. Die Bibel sagt, in der Welt sind wir so, wie er ist. Und das ist meine Vision, dass wir als Church Jesus ähnlicher werden. Okay? Das Prinzip, was wir heute anschauen, die Predigt trägt einen Titel für alle, die Notizen schreiben, das Prinzip des Ersten. Und wir sehen einfach in der Bibel, dass es da verschiedene Wahrheiten gibt, so verschiedene Perspektiven. Ich mache es jetzt mal auch für die Kamera. In der Perspektive siehst du das Prinzip des Erstgeborenen. In der Perspektive siehst du das Prinzip der ersten Früchte. Und dann hast du noch ein Prinzip und das ist das Prinzip der ersten 10%. Und wir möchten uns zusammen anschauen, was das jetzt genau ist. Und ich weiß, die Predigt, ich habe sie zu Hause mir gepredigt, ich habe eine Stunde gebraucht. Also könnt ihr uns ungefähr darauf einlassen, wann es Mittagessen gibt. Nee, ich werde mich kurz fassen, weil hier die ganze Staff, die hat für mich gebetet, dass ich heute das sage, was ich sagen soll und der Rest für mich behalte. So, es wird gut. Wie gesagt, ich hatte damals eine Offenbarung von der Liebe Gottes und die hat alles verändert. Und ich habe angefangen zu verstehen, was gesegnet eigentlich bedeutet. Gesegnet heißt ein gesegnetes Leben. Was heißt das? Es bedeutet, dass eine übernatürliche Macht sich für mich einsetzt. Hey, das ist doch das, was wir brauchen. Dass wir nicht mehr auf unsere Wassersuppe schwimmen, dass wir nicht mehr auf uns selber angewiesen sind, sondern da ist eine übernatürliche Macht, die nennt sich der liebende Papa im Himmel und diese Macht, die ist für dich. Die will das Beste für dich. Die ist total begeistert von dir. Die kennt dich mit Vornamen, mit Nachnamen und die weiß, wie deine Schnürsenkellänge ist. Hey, Gott ist gut. Und ich stehe hier, weil Gott gut ist. Nicht, weil ich irgendwas Besonderes gelernt habe, sondern weil ich seine Gegenwart erlebe und ich lade dich ein, das heute mit mir zu betrachten. Wenn Gott in deinem Leben ist, wenn er der Erste ist, das Prinzip vom Ersten, wenn Gott das Erste ist, wird alles in deinem Leben in Ordnung kommen. Wenn Gott nicht das Erste ist, dann wird alles andere irgendwie auch nicht in Ordnung kommen. Weil Gott hat die Macht, aus Asche Gold zu machen. Gott hat die Macht, Sünden zu vergeben. Gott hat die Macht, eine verkorkste Vergangenheit neu zu gestalten. Gott hat die Macht, dein Leben komplett neu auszurichten. Und wenn du heute da bist und sagst, ich brauche Kraft für mein Leben, ich schaffe es alleine nicht, dann bist du hier genau in der richtigen Gesellschaft. Ich schaffe es auch nicht alleine. Ich brauche eine Macht, die sich übernatürlich für mich einsetzt. Und ich habe ein paar Geschichten mitgebracht, die das beleuchten. Aber wir tauchen mal ein in die Bibel. Und in der Bibel, da sehen wir etwas von Gottes Herzen in 2. Mose, Kapitel 13, Vers 2. Weiht mir. Das Wort weihen steht auf Deutsch für setzt es besonders oder nehmt es heraus aus der Masse und bringt es an einen besonderen Ort für einen besonderen Zweck. Weihen oder eine andere Übersetzung sagt heiligen. Also mach es besonders für einen besonderen Zweck. Also nehmt es heraus
und setze es besonders. Weiht mir alle erstgeborenen Söhne der Israeliten und jedes erstgeborene männliche Tier, sie gehören mir. Gott sagt hier, leg das zur Seite, weil es mir gehört. Das wollen wir mal vielleicht so notieren, hinter die Ohren schreiben. Leg es zur Seite, es gehört mir. Die Erstgeborenen, sagt Gott, von meinem Herzen her, die gehören mir. Und das sagt er 16 Mal in der Bibel. Das ist keine Eintagsfliege. Das ist Gottes wunderbares Anliegen. So ist er. Wir lesen dann weiter 2. Mose 13, Vers 12. Dann sollst du dem Herrn alles darbringen, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, also was zuerst auf die Welt kommt. Auch jeder erste Wurf deines Viehs, der dir zuteil wird, gehört, soweit er männlich ist, dem Herrn. Jede Erstgeburt vom Esel aber sollst du mit einem Lamm auslösen. Wenn du sie jedoch nicht auslösen willst, dann brich ihr das Genick. Auch alle menschliche Erstgeburt unter den Söhnen sollst du auslösen. Im alttestamentlichen Gesetz offenbart Gott, die Erstgeburt gehört mir, leg sie besonders. Wenn du sie mitbringen willst, dann gebe ich dir einen Weg, wie du sie auslösen kannst. Bring ein Lamm, das ist das Lamm von vorhin, bring einen Esel, und den kannst du dann auslösen, wenn du das Lamm bringst. Wenn du das Lamm nicht bringen willst, dann wirst du den Esel trotzdem verlieren. Brich ihm das Genick. So war es im Gesetz. Verstehen wir als griechisch geprägte Gesellschaft hier von der Weltgeschichte her, verstehen wir schlecht, weil wir das einfach nicht eintüten können, warum Gott so ist. Aber wir dürfen verstehen, dass er sagt, das ist ein Bild für uns, um uns zu beschreiben, was in der Zukunft kommt. Und den Punkt, den ich heute machen möchte, ist, die Opfer, die im Alten Testament beschrieben werden, beschreiben, wie unglaublich wichtig es Jesus, also Gott war, schlussendlich Jesus zu schicken. Weil die Bibel sagt, ohne dass Blut vergossen wird, wird es kein Leben geben. Wir sehen hier, die Erstgeburt gehört Gott. Als Johannes Jesus sieht, wie er kommt an den Jordan, und dann lesen wir in Johannes 1, 29, seht her, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Diese Tieropfer im Alten Testament waren ein Sinnbild, eine Darstellung von dem, was kommen soll im Neuen Testament, wo Gott seinen erstgeborenen Sohn schickt. Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich, wer ist Eltern unter uns? Gibt es Eltern hier? Was denkst du? Hast du deinen Kindern das schlechte Benehmen beibringen müssen? Oder geschah das eher so selbstverständlich, sagen wir mal? Ne, die Kinder wachsen so heran und was musst du ihnen beibringen? Nennen wir es mal das gute Benehmen. Stimmt's? Da kämpfen wir als Eltern. Und das ist ein Beweis, wo wir sehen können, wir in diesem Bild sind als unrein geboren worden mit einer sündigen Natur. Und wir schaffen es eben nicht alleine. Aber es gibt eine Erstgeburt, das ist Jesus. Und er kam und hat sich investiert am Kreuz, hat den Preis bezahlt, hat sein Blut vergossen, um uns herauszulösen. Verstehen wir das? Das Reine muss, ich sage es jetzt mal, Jesus sah nicht mehr aus wie ein Mensch. Wir dürfen sagen, wurde geschlachtet am Kreuz, um die Menschheit zu erlösen, um mich zu erlösen. Und ich habe diese Erlösung in meinem Leben schon richtig toll erlebt, wie er mich erlöst hat, von Süchten befreit. Ich war ein fluchender, verwirrter, ängstlicher, komischer Teenager mit 15 Jahren und ich hatte keine Ahnung, wo ich hingehe und was ich machen soll. Und ich habe einfach nur Landwirt gelernt, weil mein Großvater Landwirt war, mein Vater Landwirt war und mütterlicherseits alle Landwirte waren. Ich wusste nichts Besseres. Aber Gott hat einen Plan. Und der Plan ist einfach nur, ich sagte ja zu diesem Opfer am Kreuz, ich nahm das an und ich wurde zur Gerechtigkeit Gottes.
Ich wurde ausgelöst. Und genauso wie das mit unserer Gerechtigkeit funktioniert, dass wir von unreinen, sündigen Menschen ausgelöst werden, von einem liebenden Vater und die Gerechtigkeit Gottes werden, die seine Stimme hören dürfen, die zu ihm kommen dürfen, sagen, Papa, hilf mir, ich brauche dich. Genauso sagt er das aber auch mit dem Wirtschaftssystem, was ein Esel und ein Schaf darstellt. Der Esel und das Schaf waren das Einkommen des Volkes Gottes. Deswegen habe ich heute keine Schafe mehr, weil ich habe einen Job gewechselt. Ich hatte mal welche. Aber es war entscheidend, wie viele Schafe ich kriegte, weil dann konnte ich Ende Jahr abrechnen und Schafe verkaufen. Und jetzt sagt Gott, bring mir das erste Schaf und töte es für diesen ollen Esel. Weil den brauche ich auch, weil das ist mein Traktor. Damals, in der heutigen Sprache. Und so verstehen, es ist eine doppelseitige Bedeutung. Das eine ist, dass Gott uns hier offenbart, es gibt jemand Reines, der für dich stirbt, dass du Gottes Gerechtigkeit wirst und das ist Jesus am Kreuz. Und es gibt aber in deinem Leben ein Wirtschaftssystem, wo ich möchte, dass du mich zuerst ehrst, dass du zuerst da von deinem Einkommen bringst, weil das Erste ist das Erlösende. Kannst du mir folgen? Das Erste hat die Kraft, den ganzen Rest zu erlösen. Und ich habe das erlebt in meinem Leben. Wir haben ein Haus gekauft und kurz nachdem wir das Haus gekauft hatten, habe ich das Haus bezahlt und in der Bank und alles war gut und so und ich hatte noch ein bisschen Geld übrig für die Renovierung. Und dann kam aber zum Vorschein, dass in meiner ehemaligen Küche, wo das Bad war, ein Wasserschaden in der Wand war. Und die Heizungsleitungen, die Wasserleitungen, die waren alle kaputt bis unter das Dach. Und dass ich aber Gott zuerst ehre, dass ich ihm zuerst von meinem Geld, von meinem wirtschaftlichen Einkommen zuerst gebe, das praktiziere ich, seit ich mich bekehrt habe, damals mit 15. Das ist mein Wirtschaftssystem, auf dem ich mein Leben aufgebaut habe. Und ich glaube, dass Gott mich mit den 90%, die übrig bleiben, mehr segnet, als mit den 100%, die ich für mich irgendwie verwurschtel. Was ist dann passiert? Wir haben Kreativität bekommen, wir haben gute Menschen bekommen, wir haben Gunst bei den Menschen gehabt. Und ich kann dir sagen, dieser Wasserschaden wurde repariert und ich konnte hinterher die Kosten nicht mehr nachweisen. Das Problem wurde gelöst. Und ich weiß nicht, wie es passiert. Ich kann das heute nicht mehr sagen. Wir haben, natürlich waren wir selber fleißig. Natürlich haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Aber da ist eine übernatürliche Kraft, die sich für mich einsetzt. Die für mich kämpft, die für mich sich einsetzt, weil ich jetzt die Gerechtigkeit Gottes bin. Ich bin nicht mehr auf mein eigenes Ding angewiesen. Ich kann mich auf ihn werfen. Ich kann sagen, Papa, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche jetzt mal Jesus. Ich brauche jetzt mal den Heiligen Geist. Ich brauche jetzt dein Wissen. Und es passiert. Es passiert. Die Kernbotschaft von diesem Prinzip des Ersten ist, dass das Erste, was wir Gott bringen, die Kraft hat, den Rest zu erlösen. Wenn die Prioritäten stimmen, dann stimmt die Ordnung Gottes. Und wenn die Ordnung Gottes in unserem Leben stimmt, dann wird alles andere in Ordnung kommen. Und wir tun uns aber unglaublich schwer, herauszufinden, was ist jetzt für mich der nächste Schritt? Was ist mit Gott zusammen für mich der nächste Schritt? Wie kann ich diese Ordnung machen? Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns seine Gegenwart aussetzen, weil der Heilige Geist kann uns helfen, Prioritäten zu setzen. Der kann uns sagen, Christoph, das ist der nächste Schritt. Das ist jetzt dran. Das kannst du jetzt machen. Und so war ich eines Tages, jetzt kommt die nächste Geschichte, eines Tages, wir hatten das Haus ein paar Jahre, das Geld war alle. Wir waren immer ein bisschen klamm, aber wir konnten immer alle Rechnungen bezahlen. Und dann haben wir festgestellt, das Dach ist uralt, 50 Jahre Kunstschiefer. Und du weißt selber, was ein Dachdecker kostet. Und wir haben immer so gesagt, naja, das Dach und mal gucken und es wird schon halten und irgendwie und frag mich nicht. Und dann hatte ich nachts einen Traum.
ein Traum. Und ich sah, wie ein Eimer flüssigen Goldes über meinem Dach ausgeschüttet wurde. Und ich gesagt, ja, interessanter Traum, aber greifen kann ich das jetzt auch nicht. Dann habe ich das meiner Frau, der Christel, erzählt. Und die Christel sagt, interessanter Traum, mal gucken. Weil wir haben unterdessen gelernt, wenn Gott einen Traum spendet und er meint es ernst, dann wird er auch dafür sorgen, dass er in Existenz kommt. Er will mir den nächsten Schritt zeigen. Ich habe nach wie vor in meinem Leben zuerst Gott geehrt, auch mit meinem wirtschaftlichen Einkommen. Ich habe nicht für das Dach gespart. Ich habe einfach gesagt, Gott, okay, übernatürlich ist übernatürlich. Dann hatten wir Besuch, ein halbes Jahr verging und jemand kam zu uns. Und im Laufe der Gespräche, ein paar Tage war der Besuch da, sagt die Person zu uns, sag mal, ich habe schwierige Zeit durch in meinem Leben, aber ich habe viel Geld bekommen. Ich möchte euch einen Teil davon geben. Einfach so. Es war nicht die Summe fürs Dach, aber es war eine große Anzahlung. Es war ein Motivationsschub, Gott für mehr zu glauben. Es war so, hey, nimm das ernst mit diesem Eimer mit Gold. Und ich habe mir aber, wie so der Christoph ist, überlegt, naja, was Männer unter uns, was könnten wir denn damit alles kaufen? Und Frauen unter uns, was hat Gott denn zu dir gesprochen? Du willst doch jetzt nicht irgendeinen Blödsinn kaufen. So war's. Und er hat gesagt, stimmt, hast recht. Gott hat zu uns gesprochen. Was ist mit diesem Gold? Lass uns das verfolgen. Also habe ich Angebote eingeholt und habe gesagt, Gott, wie machen wir es? Wie machen wir es diesmal? Deine Gegenwart, dein Reden, deine Stimme, dein Traum. Hier, jetzt bekomme ich Geld, werde unterstützt, ermutigt. Es muss weitergehen. Und dann habe ich aus 4 Angeboten, die nehmen gut, verschiedene Angebote, eins ausgesucht, mit diesem Dachdecker werde ich das Dach bauen. Dann habe ich immer noch nicht alles Geld zusammen gehabt. Und dann habe ich aber gemerkt, dass der Heilige Geist mir Frieden schenkt. Und ich habe den geordert und wir haben angefangen. Der hat unser Dach gedämmt und eines Tages war der Kamin weg. Was passiert, wenn du ein Satteldach hier 30 cm aufträgst und hier? Oben sind es ungefähr 60, ich weiß nicht mathematisch, ne? Siehst das Verhältnis? Der Kamin ist im Dach verschwunden. Ich weiß noch, ich kam von Arbeit und der Dachdecker kommt zu mir, schau mal, fällt dir was auf? Ich sage, der Kamin ist weg. Und er sagte, und was machen wir jetzt? Er sagt, ich hole jetzt Steine, ich habe Mauern gelernt, ich mauere den bis morgen auf. Also wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, aber da war eine Macht, die übernatürlich uns versorgt hat. Ich konnte diesen Kamin aufmauern. In der gleichen Zeit, so als Gegenpol, hatten wir einen kleinen Autounfall und es war ein Schaden von 4.500. Das Auto fuhr noch, aber es sah nicht mehr schön aus. Ich habe gedacht, tolle Motivation. Dann haben wir entschieden, jetzt machen wir das Dach. Wir lassen diese alte Krücke von Auto jetzt nicht reparieren für 4.500 Euro. Wir nehmen jetzt das Geld, lassen uns das Geld auszahlen von der Versicherung. Das waren dann 2.300 Euro gewesen. Wir lassen uns das auszahlen. Dann konnten wir das Dach bezahlen. Es kamen ganz viele so Sonderdinge zusammen. Und zum Schluss konnte ich über 20.000 Euro einfach bar überweisen. Ich habe Gott so gedankt. Es war übernatürlich. Aber das Auto hatte noch seine Beule. Jetzt rate mal, was Gott gemacht hat. Es war Juni, es war über 30 Grad und das Auto stand an der Sonne. Und plötzlich hat es gemacht, blub. Und die Beule war nicht mehr da. Es ist unglaublich, was Gott für dich tun, für mich tun kann, wenn wir zuerst ihn ehren. Ich habe noch eine Geschichte, das ist ermutigend. Watson, unser Gründungspastor, hat die Gemeinde 1991 gegründet. Kurz darauf haben sie ein Baukonto eröffnet und haben gesagt, wir wollen für unsere Gemeinde ein neues Gebäude bauen. Dann haben sie fleißig gesammelt. Es kam über 100.000 D-Mark zusammen und das Baukonto existiert. In diesem Zustand ist der Watson zu einer MFI-Konferenz nach Amerika geflogen.
Und dort auf dieser Konferenz war die übernatürliche Kraft Gottes im Raum. Es konnte ja wieder mal alles passieren. Und Gott spricht zu Watson: Weißt du was? Wie wäre es denn, wenn du mir die 100.000 gibst und die einem Pastor in Südamerika spendest, der muss gerade ein Grundstück kaufen und will eine Church errichten. Und der Watson kam zurück nach Deutschland, hat seine Leiterschaft gesagt: Was haltet ihr hier davon? Gott hat zu mir gesprochen, das. Die Leiterschaft hat entschieden, wir spenden diese 100.000 D-Mark, die wir gut gebrauchen könnten, nach Südamerika und bauen Church damit. Die Church gibt es heute noch, wächst, hat unterdessen ein großes Gebäude gebaut und Gott ist dort und verändert die Gesellschaft. Aber wir hier, ne, wir hatten natürlich dann 100.000 Euro weniger, D-Mark weniger, wenn du mitgerechnet hast. Und dann hat über die Jahre, und wir waren finanziell immer wieder sehr herausgefordert, hat Watson uns immer wieder mal erzählt: Du, ich bin gespannt, wie Gott uns versorgt, weil ich habe bei ihm noch was offen. Ich habe ihm das Erste zuerst gegeben. Es passierte jahrelang nicht wirklich was Spektakuläres. Wir haben gebetet, dass wir Ende Monat einfach alle Rechnungen bezahlen konnten. Wir haben improvisiert bis zum Geld nicht mehr, um irgendwie den Betrieb am Laufen zu halten. Gott hat uns gesegnet mit kleinen Schritten, mit kleinen Sachen. Und wir haben ihn geehrt mit unserem Ersten und haben ihn einfach geehrt und ihn angebetet. Und der Watson hat wieder mal erzählt: Ich bin gespannt, wie Gott das macht. 30, 60, 100-fältig, 100.000 Euro, D-Mark, ich bin gespannt. Was ist passiert? Watson und Eric haben jemanden kennengelernt, der hat Gespräche mit ihnen geführt und der war einmal in unserem Gottesdienst. Und diese Person hat uns ihr ganzes Erbe überwiesen, verschrieben. Und jetzt darfst du schon ein bisschen eskalieren, ne? Darfst du mal und so machen. Das Erbe war über 1 Million Euro. Danke, Jesus! Danke, Jesus! Und das ist nicht, weil wir so toll sind. Das ist nicht, weil es irgendwie spooky ist. Das ist, weil eine übernatürliche Macht im Hintergrund, den wir liebenden Vater nennen, für uns einsetzt. Und der wusste, es kommt eine Pandemie, die Welt wird vor Angst erstarren und wir werden die Rechnungen nicht mehr zahlen können. Aber ich, Überraschung, bin nicht erschrocken. Ich weiß, was passiert. Ich bin hier, ich versorge dich, ich bin mit dir, komm ganz nah an meine Brust, hör mir zu. Und wir haben während der Pandemie einen Leidenschaftswechsel vollzogen, angefangen Church zu bauen, Livestream aufgebaut, das Scala hier in Betrieb genommen, während der Pandemie. Und Gott ist mit uns. Und du kannst hiermit Geschichte schreiben, indem du Gott anbetest und ihn mit deinem Leben einfach ihn an die erste Stelle setzt und ihm von deinem wirtschaftlichen Einkommen zuerst das Erste gibst, weil wir hier gelesen haben, das Erste gehört Gott. Das ist das, was Gott tun kann, wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten. Warum denn 10%? Weißt du, eines Tages kamen meine Kinder und sagten: Papa, warum machst du das? Ich habe ein bisschen überlegt und ich hätte es bestimmt besser machen können. Aber ich habe vielleicht ungefähr sowas gesagt wie: Weißt du, Papa war nicht immer Christ gewesen. Aber Gott hat mich erlöst. Gott hat mich auf den Felsen gestellt. Gott hat sein Erstgeboren, sein Bestes für mich geopfert, dass ich seine Gerechtigkeit werde. Und Gott hat mir eine Offenbarung darüber geschenkt, wie ich meine Finanzen unter seinen Segen bringen kann. Wie ich diese übernatürliche Macht in meinem Leben aktivieren kann. Nämlich in erster Linie nicht mit einer Summe, sondern mit Gehorsam. Mit Gehorsam. Wir sehen in der Bibel: Bist du bereit für einen Sprung? Sprung ins Wasser. Ganz zurück am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann schuf er Adam und Eva. Und die hatten sich lieb und dann entstand Kain und Abel. Und dann lesen wir mal weiter.
Wir lesen. 1. Mose 4, 3 bis 5. Und es geschah nach einiger Zeit. So ganz geläufig. Es geschah. Naja, die Zeit, es gab damals noch nicht viel Sünde, die waren noch relativ alleine. Ich weiß nicht, wie viele Menschen auf dem Planeten zu der Zeit gelebt haben. Es waren wahrscheinlich nicht, vielleicht waren es 10, vielleicht 20, aber es war viel Platz. Und so in diesem Ding, es hat getröpfelt, das Leben ging und es geschah. Da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen, die Erstgeburt, haben wir vorhin gelernt, von der Erstgeburt seiner Herde und von ihrem Fett brachte er dem Herrn als Opfer. Aber auf Kain und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe im Sinne von, er respektierte sie, er nahm sie an, er akzeptierte das Opfer. Und dann sagt die Bibel in Vers 5, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Er konnte es nicht annehmen. Hast du dich schon mal gefragt, warum das so war? Ich habe mich das mal gefragt. Warum nimmt er Abels Opfer an und Kains Opfer nicht? Eine gute Frage. Und ich musste so daran denken, es ist doch ähnlich, so nach einiger Zeit dachte Kain, ich will irgendwas von meinen Früchten Gott bringen. Klingt es nicht so ähnlich wie, naja, ich gebe Gott, wie ich das Gefühl habe, dass der Herr zu mir gesprochen hat. Und ich gebe so viel, wie ich will und ich gebe es dahin, wo ich will und ich gebe es dann, wenn ich es will. So hat Kain gegeben. Aber Abel auf der anderen Seite, er sagte Gott, das Erste von meiner Herde. Ohne Garantie, dass ich von diesem Schaf nochmal 10 Lämmer kriege. Ich gebe dir das erste Lamm und ich vertraue dir, dass du mich versorgst. Und Gott konnte sagen, ja, das machen wir, Deal. Ich bin die übernatürliche Kraft in deinem Leben. Du vertraust mir. Die Geschichte ging nicht gut aus, das wissen wir. Kain wurde dann eifersüchtig und das erlebe ich auch. Wenn wir von Gottes Größe und von finanziellen Wundern erzählen, dann passiert es, dass Eifersucht entsteht. Das ist der Lauf der Welt. Aber Gott ist hier und Gott kann reden und Gott kann diese Dimension in unserem, in deinem Leben freisetzen. Und ich möchte noch was dazu sagen, weißt du? Ich glaube, dass es Dinge gibt, die Gott nicht tun kann. Hast du das schon mal überlegt? Es gibt Dinge, die Gott nicht kann. Warum hat er Kains Opfer nicht angenommen? Weil es Dinge gibt, die er nicht kann. Und Gott kann zum Beispiel nicht außerhalb von seinem Charakter handeln. Gott kann nicht lügen, weil er die Wahrheit ist. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Gott kann nicht jemanden zu sich lassen, ihm ewiges Leben geben, außer er akzeptiert Jesus als Herr und Meister in seinem Leben. Gott kann sich nicht verändern. Er ist unveränderlich. Das ist so genial. Wir können uns darauf verlassen, dass in der Welt, wo alles sich verändert, haben wir eine feste Größe, wo wir uns darauf verlassen können. Gott verändert sich nicht. Und er kann nicht so denken, wie wir denken. Ich frage jetzt nicht, wer letzte Nacht schlecht geschlafen hat. Aber wenn es so war, kann es sein, dass du heute früh dir überlegt hast, warum habe ich letzte Nacht schlecht geschlafen? Das wird Gott nicht passieren. Weil das ist eine Offenbarung. Wenn du dir schon mal die Frage gestellt hast, wie lange ist die Ewigkeit? Guter Gedanke um den ganzen Nachmittag. Wie lange ist die Ewigkeit? Dann habe ich noch eine Frage an dich. Ja, jetzt ist sie weg. Gott weiß alles zur selben Zeit im gleichen Moment.
Hammer. Gott weiß alles im gleichen Augenblick. Das ist unser Gott. Und er nennt mich beim Namen, nennt mich bei Christoph. Und er nennt dich beim Namen und er ist für dich. Er weiß alles und er liebt dich. Und das jetzt. Und Gott kann nicht zweitrangig sein. Er kann nicht zweitens sein. Gott ist der Höchste, Gott ist der Erste. Gott ist höher als alles. Er ist vor allem und er ist über allem. Er kann nicht zweitens sein. Er ist. Die Bibel sagt in Kolosser, dass als Jesus starb, ging er in die Hölle und hat sie geplündert, hat einen Triumphzug in den Himmel gemacht und hat alle Menschen aus der Gewalt des Todes befreit und ins ewige Leben geführt. Das ist unser Gott. Vor ihm beugen sich alle Knie. Wir werden sehen, wie Jesus zurückkommt. Ich weiß nicht wann, aber es wird geschehen. Und es werden alle Knie sich beugen und ihn anbeten. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir heute lernen, freiwillig ihn an die erste Stelle zu setzen und ihn anzubeten. Weil irgendeines Tages wird jeder Mensch gezwungen werden, ihn anzubeten. Es ist vielleicht ein bisschen streng, wenn ich das jetzt sage, aber wir können heute freiwillig üben, ihn anzubeten, weil er der Erste ist. Er kann nicht zweitens sein. Stell dir mal vor, wir bringen Gott Zweitrangiges. Er hat das Beste für uns gegeben. Und ich denke mir, meine Zeit, die will ich nicht mit Gott, meine Hobbys will ich nicht mit Gott teilen. Mein Musikstil, den will ich nicht mit Gott teilen. Meine Sauna, die will ich nicht mit Gott teilen. Mein Auto, das will ich nicht mit Gott teilen. Das ist meins. Aber das, was dann übrig bleibt, da können wir drüber diskutieren. Wie wäre es denn, wenn du in deinem Leben zuerst Gott diese 10% gibst? Weil das ist der Zehnte laut der Bibel. Wir haben jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen. Aber wenn du ihm die gibst und anschließend das Auto kaufst, was du dir leisten kannst und dadurch nicht in Schulden fällst, dann bleibst du frei. Was wäre denn, wenn du ihn zuerst erst mit deinem Geld und anschließend das Haus kaufst, was du dir leisten kannst? Du bleibst ein freier Mensch. Ich habe es erlebt, wie in die Bank kommt und sagt, das, es macht keinen Spaß. Und ich möchte lieber Gott dienen mit meinem Besten als allen anderen und dann Gott irgendwas Zweitrangiges geben. Die Bibel ist unglaublich klar. In Malachi hat unser Pastor Philipp letzten Sonntag gepredigt. In Malachi sagt Gott, ihr habt von mir geraubt. Weil ihr mir das Zweitrangige gibt. Weil ihr mir das nicht gebt, was mir gehört. Weil mir gehören die Erstlinge, mir gehört die Erstgeburt. Und ich habe meinen Erstgeborenen übrigens gegeben. Er ist am Kreuz für dich gestorben. Und jetzt kannst du frei sein, kannst von mir Heilung und alles erwarten und empfangen. Und dann lesen wir noch in Josua 7. Ist es Josua 7? Ich denke schon. Josua 7 lesen wir von einer Geschichte, kannst du zu Hause gerne durchlesen. Und dort sagt Gott, ihr habt von mir gestohlen, weil ihr das genommen habt, was für mich geheiligt war. Das Alte Testament zeigt uns in Bildern, was für uns heute wichtig ist. Wenn wir Gott nehmen, was eigentlich ihm gehört, dann haben wir ein Problem mit Gott. Aber er möchte nicht, dass wir ein Problem mit ihm haben, weil er möchte der Erste sein in unserem Leben. Er möchte uns segnen. Und ich glaube, dass Gott jeden Menschen komplett, total, überdimensional, ewig liebt. Aber gleichzeitig glaube ich auch und, nicht nur aber, sondern und, gleichzeitig glaube ich, dass er Treue belohnt. Und das ist möglicherweise, wenn du das jetzt mitnimmst in deine Woche, zum Nachdenken, Gott belohnt Treue, möglicherweise ein Puzzlestein, um besser zu verstehen, warum Gott so handelt, wie du siehst. Er liebt alle uneingeschränkt und er belohnt Treue. Und ich habe das gesehen, Gott hat unsere Treue belohnt, wo wir ihm zuerst gegeben haben. Und ich möchte, dass du heute verstehst, Jesus ist das Beste, was Gott uns geben konnte. Römer 5, Vers 8. Darin
Nee, andersrum. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Hast du gewusst, dass Gott im Glauben gegeben hat? Das klingt ja gerade so, wie wenn Jesus Gottes Zehnter wäre. Weil die Bibel sagt, ich gebe Jesus, aber die, die an ihn glauben, werden meine Kinder. Was denkst du, wie viele Kinder Gott unterdessen hat? Weil er uns Jesus gab. Die lebensrettende Botschaft, die lebensbefreiende Botschaft von der Gerechtigkeit Gottes und von einem Wirtschaftssystem, was freigesetzt und nicht mehr unter dem Fluch dieser Welt ist, sondern freigesetzt und gesegnet wird durch Treue, ist gekommen durch Jesus. Und hat Gott offenbart und gesagt, das ist mein Herz für euch. Ich möchte euch segnen, ich möchte übernatürlich in eurem Leben wirken. Und ich möchte, dass wir jetzt einfach aufstehen und dass wir zusammen zu ihm gehen und sagen, Papa, ich brauche dich. Wenn du das möchtest, dann darfst du dich gerne einfach anschließen. Und ich möchte, dass wir zusammen jetzt in seine Gegenwart gehen und sagen, Papa, offenbar du mir das. Papa, zeig du mir das. Ich sage immer Papa, vielleicht stört dich das, aber für mich ist es der himmlische Papa. Mein irdischer Papa ist gestorben, aber ich habe einen Zugang gefunden zum ewig lebenden Papa, der zu mir spricht, der mich liebt und der mich heilt. Und da ist was für dich vorbereitet. Das kannst du nur entdecken. Das meine ich ernst, das kannst du nur entdecken. Wenn du sagst, ich gebe dir zuerst, ich mache dich tatsächlich, ich lebe das, was im Neuen Testament steht. Ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und meine Kinder können eines Tages kommen und sagen, Papa, wie trachtest du zuerst nach dem Reich Gottes? Kannst du sagen, schau meine Bankverbindung an. Du siehst es jeden Monat. Ich trachte nach dem Reich Gottes und es ist überprüfbar. Und ich habe seine Wunder gesehen, ich habe sein übernatürliches Eingreifen habe ich erlebt. Ich weiß, dass mein Gott in meinen Finanzen übernatürliche Wunder tut. Das ist unser Gott. Und wenn du das nicht tun kannst, wenn du heute hier stehst und sagst, ich würde so gerne, aber mein Leben ist so kompliziert. Come on, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Du bist geliebt. Es geht hier nicht um Leistung. Es geht darum, dass jeder von uns einfach einen Schritt näher auf ihn zumacht und sagt, Jesus, hilf mir, Heiliger Geist, hilf mir, sprich zu mir, red du, hilf du mir, mein Leben hier ins Gefüge zu kommen, dass ich so lebe, dass ich dir ähnlicher werde. Ich möchte jetzt die Gelegenheit geben, dich für Jesus zu entscheiden, ihn zum Ersten in deinem Leben zu machen. Wir machen das jeden Sonntag und mir ist es heilig. Weil damals mein Leben fing so an, dass ich Ja zu Jesus gesagt habe. Dass ich gesagt habe, Jesus, komm in mein Leben. Und das wollen wir jetzt zusammen beten. Und ich möchte, dass wir alle unsere Augen schließen und dass wir jetzt einfach so in uns hineinhören. Papa, bin ich das heute, der ich Ja sagen soll? Wenn du das hörst, wenn du das siehst, wenn du das innerlich so spürst, würde ich dich bitten, kurz die Hand zu heben, dass ich sehen kann. Weil wir wollen, danke, wir wollen dir helfen. Wir wollen das zusammen machen. Für Jesus entscheidest du dich alleine, aber ihm nachfolgen tust du gemeinsam. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Bete es laut, wir alle zusammen. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich danke dir für das Geschenk der Erlösung. Und ich nehme es jetzt an. Ich tue Buße für mein vergangenes Leben. Ich kehre um zu dir. Komm in mein Leben. Erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Ich brauche dich. Komm und segne mich. Nimm meine Finanzen und segne sie. Danke, dass du ab jetzt mein Herr bist. Dass du jetzt mit mir gehst. Danke, Jesus. Amen. Amen, Amen. Wenn du das erste Mal gebetet hast, das ist der Anfang von einem neuen Leben als Gerechtigkeit Gottes. Können wir dafür mal klatschen? Danke, Jesus. Hey, wir sind nicht mehr alleine. Er ist mit uns.
Ich muss nicht mehr alleine über dieses Leben gehen. Wir haben Gemeinde, wir haben Familie, wir haben Gemeinschaft, wir haben Offenbarung. Wir dienen zusammen Gott und wir möchten dich da unterstützen. Ich lade dich ein, wenn du das im Livestream gemacht hast, schick uns eine Kontaktkarte. Füll das aus. Wir wollen von dir hören. Wir möchten dir ein Geschenk schicken. Komm und trete mit uns in Kontakt. Du kannst ankreuzen, dass du mit dem Pastor einen Kaffee trinken möchtest. Du kannst heute hier im Saal jetzt nach vorne kommen. Wir beten liebend gerne für dich. Wir haben ein Gebetsteam. Und wir glauben, dass Gott übernatürlich wirken kann. Jetzt. Und jetzt singen wir nochmal zusammen. Danke.